Ein gesunder Wert für einen jugendlichen Mann liegt bei ungefähr 600 bis 1000. Ich habe nicht mal 60. Das ist nicht gut. Also ich bin jetzt hier irgendwo. Jetzt wird dann gleich mein Blut abgenommen. Mal schauen. Die hat irgendwie viermal da in meinen Arm stechen müssen, weil ich glaube, entweder hat die verkackt oder mein Blut hat einfach keinen Bock. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein Kleberlein und hier nochmal eins. Wir stehen 10 Tage vor unserem ersten Wettkampf und ich habe meinen Test so messen lassen, beziehungsweise einige Blutwerte genommen und ich habe so das Gefühl, das ist nicht allzu gut, da ich merke, dass ich im Alltag absolut tot bin. Und da Bodybuilding auch nicht dafür bekannt ist, gut für die Blutwerte und Gesundheit und so zu sein. Also schon mal kurz vorweg an dieser Stelle. Mir ist klar, mein Blutbild wird nicht gut sein. Das liegt daran, dass wir vom Körperfett zu tief sind. Und das ist auch der Grund, wieso ich es euch nicht empfehle, vom Körperfett zu tief zu gehen, euch so runter zu hungern und mich nachzumachen. Ich mache das nur aus Leidenschaft für das Bodybuilding, für diesen Wettkampf. Und nach der Wettkampfdiät, wenn der Wettkampf durch ist, werde ich auch gucken, dass ich wieder gesünder werde, mein Körperfett hochbringe und im Training stärker werde, alles. Und die Blutbilder werden dann auch wieder besser. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt hier von meinem Arzt eine Mail bekommen. Und diese Mail hat nicht gut begonnen. Ich habe nur die Vorschau auf meinem Handy gesehen. Ich lese das mal vor. Guten Tag, lieber Jeremy. Die Leberwerte deutlich höher als normal. Es kann eine Folge der etwas einseitigen Ernährung sein. Also ich ernähre mich nicht einseitig. Die Sachen, die ich esse, sind sehr gesund. Ich esse einfach viel zu wenig. Ich will, dass mein Körperfett ablegt, habe ich der Ärztin aber auch gesagt. Aber ist okay. Weiter geht's. Die Essgewohnheiten und Sportintensität wirkt sich direkt auf den Testosteronspiegel aus. Ich hatte wohl nicht Unrecht. Kalorienarme Diäten sind nicht gut für die Testosteronausschüttung. Also das an dieser Stelle ist ziemlicher Bullshit in dem normalen Fall. In meinem Fall stimmt das natürlich. Ich bin so tief von den Kalorien. Im Aufbau habe ich 4800 Kalorien gegessen und jetzt esse ich noch 1600. Ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Über 2 Stunden Cardio am Tag, 1600 Kalorien. Natürlich fickt das meinen Körper, aber allgemein müsst ihr in einem Kaloriendefizit essen, um abzunehmen und es ist auch nicht schlecht für euer Testosteron, wenn es nicht so extrem macht, wie ich jetzt zum Beispiel und auf so ein extrem tiefes Körperfett runtergehen wollt. Naja, okay, das hat sie gesagt, dann noch liebe Grüße, ja, danke vielmals, gehen zurück. Auf jeden Fall gucken wir jetzt in die Laborwerte rein und ich blende euch das Ganze natürlich auch rein. Ich könnte jetzt so tun, als würde ich die ganzen Sachen hier verstehen und sagen können, ja, das ist okay, das ist gut, das ist schlecht. Ich kenne mich damit zu wenig aus, ich weiß nur, dass Rot nicht gerade so gut ist und da ziemlich viel Rot ist. Falls hier irgendwelche Experten unter euch da drin sind, könnt ihr mir sagen, wie am Arsch ich bin oder ob ich nur ein bisschen am Arsch bin. Ich bin ja komplett gefickt. Bruder, also what the fuck, der Referenzbereich vom Testosteron ist zwischen 12,2 und 35 Nanomol pro Deziliter und ich bin bei unter 2. Ei, das ist schlecht. Lasst mich das Ganze mal umrechnen. Wir benutzen ChatGPT, um das umzurechnen. Dein Testosteronwert liegt bei 1,96 Nanomol pro Liter. Und um dies in Nanogramm pro Deziliter umzurechnen, multiplizieren wir mit 28,8. Das ergibt etwa 56,50 Gennigramm Deliliter, was immer noch im sehr niedrigen Bereich für Männer liegt. 56? Wollt ihr mich Ein gesunder Wert für einen jugendlichen Mann liegt bei ungefähr 600 bis 1000. Ich habe nicht mal 60. Das ist nicht gut. Ich habe gerade gegoogelt und ein 9- bis 12-Jähriger hat im Durchschnitt einen höheren Testosteronwert als ich. Ich muss diese Information zuerst mal ein bisschen drauf klarkommen, weil das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Ich sehe hier bei dem Blutbild auch gerade, dass meine Schilddrüsenwerte auch ziemlich beschissen ist. Mein Albumin auch. Mein Magnesium ist aber gut. Yay. Also jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was ich an dieser Stelle jetzt sagen oder machen soll. Abgesehen von einem fetten Chest-Day-Ballern. Das machen wir nämlich jetzt dann gleich nachher mit dem Testosteron von einem 9-Jährigen. Das Ziel ist jetzt auf jeden Fall zuerst mal den Wettkampf abzureißen. Darüber, über diese Werte kümmern wir uns nach dem Wettkampf, weil jetzt da irgendwas zu machen würde keinen Sinn machen, weil egal was wir jetzt machen in der Wettkampfdiät, Werte bleiben beschissen. Nach dem Wettkampf ist
meine Priorität 1, gesünder zu werden, ein bisschen Testosteron zu kriegen, natürlich auch Muskeln aufzubauen im Aufbau und so. Und ich nehme euch da auch mit, wir werden da konstant dann mehrere Blutbilder machen und dann hoffentlich wird das Testosteron wieder hochgehen, weil wenn nicht, dann müssen wir Testo spritzen, was sich irgendwie auch nicht so schlecht anhört, um ehrlich zu sein. Ich ziehe mir jetzt mein Crankbomb Pro rein und dann geht's in Chest Day. Eins habe ich gerade vergessen, bei ESN gibt es aktuell eine richtig, richtig geile Aktion, nämlich die Food-Aktion mit einer 50% auf Probenaktion. Das heißt, ihr kriegt auf alle Proben mit dem Code Jeremy 50% Rabatt, was einfach richtig geil ist, offensichtlicherweise, um zu probieren von verschiedenen Geschmäckern, damit ihr die geilsten Geschmäcker euch holen könnt und dann nicht irgendwie 2 Kilo Isoclear von einem Geschmack habt, den ihr nicht so geil findet, sondern halt zuerst mal probieren könnt, welcher am geilsten ist, ist glaube ich klar. Aber auch für das Reisen. Ich fliege in ein paar Tagen nach Birmingham für den Wettkampf, wo ihr euch unglaublich drauf freuen könnt, weil da kommen richtig, richtig geile Videos. Aber ich habe da keinen Bock, eine riesen Dose mitzunehmen, die extrem viel Platz braucht und im schlimmsten Fall sogar noch aufgehen kann. Das ist mir mal passiert. Das ist nicht geil, wenn dann der ganze Koffer voller Proteinpulver ist. Glaubt mir, es gibt Schöneres. Und da sind diese Proben auch richtig, richtig praktisch zum Reisen. Einfach mitnehmen, Platz sparen und man hat es auch perfekt schon abgewogen. Sind immer 30 Gramm, also da, wenn ihr reist, könnt ihr die Proben gut mitnehmen oder wenn ihr probieren wollt, Proben gut mitnehmen. Und gestern wurden 1 Million von diesen Riegeln hier gerestockt. 1 Million, diese Zahl ist einfach nur geisteskrank. Aber das liegt daran, dass diese Riegel einfach nur geisteskrank sind. Das sind die besten Riegel, die es gibt. Ich darf sie aktuell in der Vorbereitung leider nicht essen. Was ziemlich hart ist, weil ich hab die hier liegen. Ich habe die hier vorm Tisch liegen. Ich habe Hunger und ich darf sie nicht essen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart das ist. Denn ich habe diese Dinger ungelogen lieber als Snickers oder Mars oder irgendwas anderes. Sie sind so geisteskrank. Ein Rating kurz an dieser Stelle. Nummer 1, Hazelnut Nougat. Nummer 2, Fudge Brownie. Nummer 3, dieser richtig geile Almond Coconut mit weißer Schokolade. Es tut weh, dass ich sie nicht essen darf. Es tut so weh. Nach dem Wettkampf wird sich das... Nach dem Wettkampf, wenn sich 10 solche packen und solche fetten Boxen, werden sie aber direkt gegönnt. Ist mir sowas von egal. Ich crave die so. Auf jeden Fall wurden die gerestockt. Die gibt's auch. Und zu jeder Bestellung mit dem Code Jeremy gibt es einen gratis Ready-to-Drink Isoclear. Das ist einfach so ein fertiger Isoclear, der ist schon mit Flüssigkeit, könnt ihr aber trinken. Ist es nicht das krasseste, so wow, mein Gott, wegen dem muss ich unbedingt bestellen. Aber es schmeckt, es ist einfach geil, das Ganze dabei zu haben. Und außerdem unterstützt ihr mich und meine Vorbereitung mit jeder einzelnen Bestellung, wenn ihr den Code Jeremy benutzt. Also Kuss, Liebe, geht raus. Danke vielmals für den ganzen Support und gönnt euch und esst eine Designerbar für mich mit. Gönnt euch einfach. Außerdem gibt es was Neues, was ich richtig, richtig geil finde. Nämlich die Rice Pudding Bundles. Das heißt Designer Rice Pudding, Designer Whey und Designer Flavor Powder in einer Kombo drin. Damit ihr den Rice Pudding, okay, das hätte man sich denken können, den Rice Pudding machen kann. Eine meiner absoluten Lieblingsmahlzeiten, die ich leider in der Prep auch nicht mehr essen darf. Es ist so beschissen. Aber an alle, die mich ein bisschen länger verfolgen, ihr wisst, ich habe das Ding 2-3 Mal jeden Tag gegessen, die gibt's auch und ihr habt hier noch alle Produkte, die bei der Aktion sind, eingeblendet. Gönnt euch und jetzt geht's ins Training.
Also Boys, Training ist durch. Ich sage euch ganz ehrlich, endlich, ich bin komplett tot. Also bei mir ist Energielevel jetzt hier aktuell wirklich in der Vorbereitung, ist bodenlos. Ich gebe euch hier einen kurzen Formcheck noch, weil das ist, was ihr alle sehen wollt. Okay, jetzt ziehen wir uns aus, Alter.